Ja, ist es soweit? Ich bin jetzt Richtung Bochum-Waldmagenstall, Billier 95 e.V. und ich freue mich schon darauf. Das ist das Motto des Vereines: Fußball verbindet. Hallo, schön euch hier zu sehen. Ja, ihr trainiert, wie ich sehe, mit den ganz Kleinen. Ich sehe gerade, wie alt sind denn diese ungefähr? Die Kinder sind so zwischen 3 und 8 bei uns. Ja. Schön. Und wie oft trainieren die hier? Die machen 2-mal in der Woche, also wir machen sie Mittwochs und Freitags. Toll. 2-mal in der Woche trainieren. Ja. Und überwiegend, also meistens samstags machen wir Spiele. Schön. Und ich glaube, dass da entwickeln sich die Kinder auch richtig, ja, oder? Ja. Am Anfang waren die alle schüchtern, aber bis jetzt, die haben es immer weiterentwickelt. Super. Und so wie ich das mitbekommen habe, macht das den Kindern auch komplett Spaß. Und es ist eine Riesentruppe. Also wenn ich hier so sehe, dass das ganz viele Kinder sind. Der Herr Malkoch sagte, dass am Anfang, glaube ich, 5 bis 6 Kinder trainiert haben. Hat sich das hier so entwickelt mit der Zeit? Ja. Ja? Nach dem Pandemie sagt man so, nicht nach dem, sondern ja, später. Auf einmal sind, kann man so sagen, die Kinder sind hier angegriffen. Ja. Mehrere Kinder haben sich plötzlich angemeldet. Ja. Auch für uns, auch für Kinder, dass sie von zu Hause rausgehen, dass sie nicht eingehen. Und trainieren hier auch deutsche Kinder mit oder ist das jetzt so eher türkisch oder ist das internationaler? Gemischt, ne? Ja, also jüdische Kinder, türkische Kinder, deutsche Kinder dabei. Ja. Und ich sehe auch, gemischt Mädchen auch sind dabei, richtig? Du bist auch aktiv dabei wahrscheinlich, richtig? Seit wann spielst du Fußball? Also ich habe nicht hier gespielt, sondern in der Schule habe ich so ein Jahr gespielt. Und hier wurde mir mal gefragt, ob ich mithelfen kann und so. Und ich liebe es mit Kindern zu trainieren und ich helfe auch gerne dabei. Danke euch. Mehmet Duran Malkoç, danke schön für die Einladung. Herzlich willkommen. Hoşgeldiniz. Ja, dann wollen wir doch mal ein paar Fragen stellen, nicht wahr? Dann haben wir den Vorsitzenden des Vereins direkt auch vor der Kamera. Ja, erzähl mal, wie kam es zu dieser Gründung des Vereines und was macht ihr so alles im Verein? Also 1995 haben sich so 15 bis 20 Jugendliche aus dem Stadtteil sich getroffen. Die meisten waren türkischstämmig. Seinerzeit hießen ja noch Gastarbeiterkinder. Und die wollten ihren eigenes Verein gründen. Und dann haben sie sich hingesetzt im türkischen Kaffeelokal hier auf der Hattingestraße. Ja. Und dann haben die mehrere Namen auf den Tisch gehauen. Wie sollen wir uns nennen? Türkgücü gab es, Türkiyemspor gab es auch. Dann hat einer gesagt, wir sind doch alle jung noch, 18, 19, unverheiratet. Wir sind doch alles Genç, also Jugend. Dann nennen wir uns einfach Jugendvereinigung. Gençler Birliği. Genau, das ist ja die Übersetzung aus dem türkischen, ja. Gençler Birliği. Ja. Und schon sind die ersten Fußball Schüsse gefallen. Die Jugend ist ziemlich aktiv. Genau. Ja, wir haben halt auch Kollegen da. Wie ist denn Ihre Erfahrung so hier in diesem Verein? Wie heißt du? Wie heißen Sie genau? Ja, ich bin der Herr Berning. Ja. Ich bin der Sohn von Rufus. Ja. Und wir sind jetzt seit 2 Monaten hier angemeldet. Schön. Weil wir gerade hier hingezogen sind. Ja. Aus Langendreher. Ja, und der Verein liegt sehr nah und er ist kinderfreundlich und es wird hart trainiert. Na, und wir warten noch auf unseren ersten Sieg. Toll, also ist auch noch recht frisch, 2 Monate. Das ist zwei ja schon. Monate ist noch ganz frisch, ja. Und dass wir uns auch kennen von früher. Ach so, ihr ja, kennt euch von. Ich weiß jetzt nicht, ob die geneigte Zuhörerschaft und Zuseherschaft das jetzt interessiert. Was wir sonst aber es stimmt, wir kennen uns tatsächlich von früher. Ja, ja, die. Der Herr Malkoç ist früher mit mir zusammen in der Oberstufe gewesen und ja, ist jetzt überraschenderweise Vorsitzender dieses Vereins. Genau, der hat quasi in den Verein reingezogen. Toll. Ja, aber wie ist es denn eigentlich so, wenn man sich jetzt die Kinder anschaut? Ich habe ja gesehen, das sind ganz, ganz viele. Und wenn wir uns so umsehen, also jetzt gerade auf dem Spielfeld, merke ich, das sind ja schon einige Dutzend. Wie viel sind das eigentlich? 70, 80 Kinder. Ja. Hier. Ja. Und also 90, 99 mit 70, 80, ne, waren das, ja, haben, ja. Oh, das ist eine Menge. Wir haben auch eine Seniorenmannschaft. Ja. Da haben wir auch 35 Spieler, die trainieren aber ab 20 Uhr. Ja. Wir hatten mal 6, 7 Jahre ausgesetzt mit den Senioren, weil Senioren zu führen ist doch schon problematisch. Wir hatten uns auf die Jugendarbeit konzentriert, aber
Wir haben uns seit anderthalb Jahren wieder entschieden, auch eine Seniorenmannschaft zu öffnen, weil es eine Visitenkarte ist, auch die, dass wir die Senioren, also die Väter und die Onkels der Spieler auch hier mit einziehen wollten. Und die ganz Kleinen sind, die fangen ja schon mit 3 Jahre, glaube ich, fangen die an. 4, 3, also. Ja. Das heißt, die sollen ja erstmal Spaß am Fußballspielen lernen, ja, kriegen ihre Bälle und die laufen hinterm Ball. Also die haben wir offiziell jetzt nicht zum Spielbetrieb angemeldet, sondern die müssen sich noch peu à peu entwickeln, weil die Eltern müssen sich auch anpassen, weil Spiele finden immer Samstag statt und dazu gehört auch Disziplin, Teilnahmedisziplin, dass man auch immer pünktlich da sein muss und immer jede Woche zum Spiel kommen muss und nichts heißt, wir haben heute, was weiß ich, Geburtstagsfeier, Hochzeit und. Ja. Also ich finde ja sowieso, Sportvereine verbinden ja. Das ist ja eigentlich beste Integrationsarbeit. Ja, welche? Umkleidekabine steht auch unser genau. Sohn. Fußball verbindet. Fußball kennt keine Sprachen, keine Barrieren. Ob einer Rufus heißt oder Mustafa Can. Genau, das ist es. Das heißt, auf dem Fußballplatz verstehen diese Kinder auch ohne... Ja. Also das ist ja reinste Potenzialentwicklung. Man fokussiert sich ja eher auf die Potenziale. Genau. Wir kommen ja voll. Integration, Bewegung. Ja. Wir hast ja gerade gesehen, Mütter, die hätten niemals bestimmt anderswo auf dem Fußballplatz nicht gegangen, weil es hier ein türkischer Verein ist. Bitte, die Eltern. Ja, ja. Die Mütter meine ich jetzt. Ne? Genau. Dass sie wirklich hier so einen Sammelpunkt haben, wo sie sich genau. zweimal die Woche bequatschen können. Ja, vor allen Dingen sind ja eigentlich normalerweise, das kenne ich ja aus der eigenen Kultur, die türkischen Frauen nicht so viel interessiert an Fußball. Habe ich immer gedacht bis jetzt. Vielleicht ist das ja ein Vorurteil. Meine Mutter, ne? Die 80-Jährige, die ist fanatisch Galatasaray-Fan. Toll, sehr, sehr cool. Sehr, aber die muss man auch irgendwie locken. Ja. Das heißt, die sind ja in einer geschlossenen Gesellschaft, dass man die kommen mit ihren Kindern oder mit ihren Enkelkindern auf den Platz. Ja. Und hast ja gerade auch gesehen, es macht ihnen Spaß, trinken sie ihren Kaffee oder rauchen leider dabei noch dabei. Ne? Sehr schön. Vielen lieben Dank. Dann gehe ich mal zu der Damenwelt. Okay, mich interessiert nämlich, was die denken. Dankeschön. Ja, also ich finde das total spannend, wie hier auch alle zusammengekommen sind, auch insbesondere die Damen. Das hat mich sehr fasziniert. Das sind ja Mütter, die alle sehr aktiv involviert sind. Und ich bin mal gespannt. Jetzt haben wir uns ja den Vorsitzenden auch angehört, was eben die Damenwelt dazu sagt. Also die Mütter praktisch, wie das mit dem Verein ist und was die so alles aktiv machen. Und dann hören wir das uns mal an. Und das ist jetzt der Lieblingsort dieses Vereins. Es duftet schon total nach Waffeln. Ich sehe, du versorgst alle praktisch. Man merkt das richtig. Ja. Backt ihr jede Woche? Ja. Oh, herrlich. Da komme ich jetzt jede Woche hier hin. Ja. Oh, danke dir. Super. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, mir gefällt es hier sehr gut. Komme ich zu den Damen hier im Verein. Schön, dass ihr bereit seid, mit mir noch ein bisschen zu plauschen. Wie gefällt es euch hier, wenn ihr da jede Woche da seid mit den Kindern? Ja, sehr gut. Die Kinder spielen hier und wir quatschen ein bisschen mit den Damen. Ja, seit wie vielen Jahren oder wie lange schon sind eure Kinder hier? Mein Kind ist hier seit 5 Jahren. Und wie hat sich das Kind, also dein Kind so entwickelt, seit das hier ist? Sehr gut, der spielt sehr gut Fußball. Ja. Zufrieden. Ja, ich kenne das ja auch aus anderen Sportarten, dass die Kinder ja auch ihre Persönlichkeit entwickeln, dadurch, dass sie hier im Sportverein praktisch sind. Hast du da auch so etwas bemerkt? Das ist ja auch ein recht bunt gemischter Verein hier, ne? Dass sie miteinander gut klarkommen, also quasi Teamwork erlernen, ne? Genau, super, ja. Also, der hat schon Fortschritte gemacht. Ja? Ist auch selbstständig jetzt auch. Also, ihm gefällt es hier auch sehr gut. Er kommt auch gerne hierhin. Ja. Ja, also ich fand, das war wirklich ein sehr schöner Tag. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt, sehr viele Mütter, aber auch Väter und vor allen Dingen sehr viele aktive Kinder. Sport verbindet, wie das Motto doch tatsächlich im Verein lautet. Und ich glaube, dass das auch ein Anlass sein sollte, dass wir unsere Kinder auch mehr fördern sollten, in diesen Sportverein zu kommen. Und was mich wirklich sehr persönlich auch wünschen würde, wäre, dass auch viele Mädchen hier noch eintreten. Weil ich glaube, Mädchenfußball ist noch nicht ganz so bekannt, aber es wird Zeit und das wird sicherlich auch sehr schön werden, wenn noch ein paar Aktive hier noch da sind. So, ja, dann wäre das heute erstmal mein allererster Besuch. Es hat Spaß gemacht. Bis bald.